Und da fand ich dann, nachdem ich mich lange mit so Industriegeschichte beschäftigt hatte, eben die ganzen Leitfäden, auf denen dann mit großen Lettern 0815 stand. Und es gab mir dann doch zu denken, dass diese in die Alltagssprache eingegangene Prägung offenbar auf was ganz Konkretes sich bezieht, und begann dann irgendwie die Geschichte dieser Maschine, begann mich einfach zu interessieren. Und es ist wohl, glaube ich, schon wie so ein Kern der Massenproduktion, der standardisierten Massenproduktion in Deutschland, läuft über diese kleine, mehr oder weniger kleine Maschine, ein leichtes Maschinengewehr, das 1917 dann an 100 verschiedenen Stellen produziert werden konnte. Je ein Einzelteil, also Fahrradfirmen, Nähmaschinen, Schreibmaschinen, Fabriken haben jeweils ein Einzelteil, sie wussten gar nicht welches, produziert. Es wurde alles nach Spandau geschickt und dort nur noch zusammengesetzt und dann an die Front verfrachtet. Und das war für Europa absolutes Novum, auch von war natürlich zum Teil auch amerikanische Standardisierungstechniken, die Georg Schlesinger da eingeführt hat. Es war sozusagen das Epizentrum, der Kern einer Produktionsweise und auch der Kern einer Institution. Weil weiß das man, wer so etwas veranlasst hat? Also ist da der Herr Rathenau und seine Tätigkeit mit enthalten? Ist da sozusagen die Armee tätig? Ja, das war eine große Auseinandersetzung zwischen dem VDI, dem Verein der Deutschen Ingenieure. Ingenieure, ja. Genau. Und dem Heer. Und am Ende kam eine zivile Institution raus, die also nicht militärisch war, nämlich die Urform des Deutschen Instituts für Normung. Das war sozusagen was institutioneller, die Norm ist. Ja? Was die DIN-Norm ist. Das kommt im Grunde aus der Mitte des Ersten Weltkriegs. Das kommt aus der Mitte des Ersten Weltkriegs, das kann man doppelt unterstreichen. Das kommt aus der Mitte des Ersten Weltkriegs und ist eben so eine Institution, die zivil ist, nicht militärisch, aber genau in diesem Spannungsfeld steht. Friedrich Romberg, sagten Sie. Ja. Ja? Das ist der Mann, der das entwickelt hat. Genau. Der ist sozusagen, der ist der, glaube ich, einzige Ingenieur Deutschlands, der ein eigenes Amt bekommen hat, nämlich das berühmte WUMBA-R, das Waffen- und Munitionsbeschaffungsamt R wie Romberg. Und über dieses Amt läuft die ganze Standardisierungskampagne, mit der die Ingenieure, das war ein langer Überzeugungsprozess, die Militärs von der Notwendigkeit der Standardisierung von Maschinen zu überzeugen, weil die noch ganz im 19. Jahrhundert denken steckten, dass eine Gewehr eben, dass es was durch Anpassen und Zufeilen genau zu diesem einmaligen Instrument wird, während die Ingenieure natürlich sofort schon vor dem Ersten Weltkrieg dachten in Lagerhaltung, in Module herstellen, die man verwenden kann. Alles sowas, ja, sind sozusagen die Ingredienzien des Jahrhunderts der Ingenieure, das kann man doch sagen, des 20. Jahrhunderts. Ja? Wobei der Erste Weltkrieg, glaube ich, auch ein, sozusagen das Coming-out, würde man heute sagen, der Ingenieure ist, die bis dahin immer so eine Schattenexistenz geführt haben. Und deswegen war das für die ganze Standesdenken der Ingenieure der Erste Weltkrieg unglaublich wichtig. Also es gibt seit 1914, 15 überall. Man kann überall produzieren. Man kann produzieren und man kann auch als Ingenieur öffentlich auftreten. Also es gibt unglaublich viele technische Abende während des Weltkriegs. Hier Berlin ist voll. Man, glaube ich, man konnte an jedem Abend zu 2, 3 Vortragsveranstaltungen über das Wesen der Technik gehen, dass die Ingenieure jetzt plötzlich sich getraut haben, öffentlich darzustellen. Und die Gründung auch der Militärtechnischen Akademie in Charlottenburg ist auch nicht lang vor dem Ersten Weltkrieg, 1905, ist auch ein Element, wie den Militärs das technische Denken beigebracht wurde. Wenn man heute aus China etwas importieren will, und es ist etwas ungewöhnlich, dann wird es den Zoll geben, ja, die Kontrolle, ob es strategische Ware ist oder irgendwie terroristische Ware ist, und drittens die DIN-Norm. Ja? Mhm. Und die meisten chinesischen Ingenieurserrungenschaften gehorchen nicht der deutschen DIN-Norm. Und dürfen nicht eingeführt werden. Mhm. Ja. Mhm.
Das ist sehr interessant. Das ist eine Schranke inzwischen. Mit Normen kann man Industriepolitik machen. Also Industriepolitik. Und es ist noch die Autarkie-Idee. Ja? Mhm. Ich habe etwas, was der Feind nicht hat, was die übrige Welt nicht hat. Porstmann, einer der Pioniere der frühen Normenzeit, hat mal einen schönen Artikel, die Norm als Waffe, geschrieben. Und das ist sehr einleuchtend. Also sowohl jetzt wirtschaftlich als Waffe, wie auch eben dann tatsächlich taktisch, zur militärisch. Zur Wettbewerbsabwehr, zur Importabwehr. Und zur Stärkung im Innern. Es gibt ein Gedicht, ja? Whatever happens, we have got the Maxim gun and they have not. Das ist das Selbstbewusstsein einer Truppe, ja, die in China gegen 10.000 durchhält in einem bestimmten Fort. Und das ist natürlich dieser Spruch, in dem kann man das Echo einer Jahre, vielleicht eineinhalb Jahrzehnte andauernden Bemühungen eines Ingenieurs hören, nämlich Sir Hiram Maxim, der the Standard for the World, so nannte er sein, Gewehr. Ein Amerikaner, war zunächst eben großer Konkurrent von Edison um die Glühbirne, hat da sozusagen die ganzen industriestrategischen, taktischen Tricks kennengelernt, wie man Standards durchsetzt. Denn Edison war ganz sicher einer der Ersten, der das kapiert hat, dass man kein technisches System lanciert, ohne den Standard mit zu lancieren, ohne allen möglichen Edison-Standards sind eine der resistentesten, die es gibt, also bis vor der Abschaffung der Glühbirne. Und sogar noch jetzt ist E27 einfach die Edison-Fassung, die seit Edison-Zeiten sich durchhält. Und das hat Sir Hiram Maxim, der eigentlich eine bessere Glühbirne hatte als Edison. Die dauerte länger, war leuchtkräftiger. Und Edison hat ihn dann aufs Abstellgleis gestellt, indem er ihn nach Europa geschickt hat, um Glühbirnenpatente abzuschreiben. Und das hat Maxim einfach unglaublich gewurmt und dann suchte er ein anderes Feld. Und dann ist er vom Elektroingenieur kurzerhand zum Mechaniker geworden und hat sich überlegt, ja, ich erfinde ein Maschinengewehr, das möglichst viele Patronen in der Sekunde abschießt, und hat dann eine der ersten Maßnahmen, die er gemacht hat, er hat seinen Patentanwalt beauftragt, sämtliche möglichen Maschinengewehrtypen konstruktiv sozusagen deduziert, a priori möglichen Varianten ein Gewehr auf maschinell automatisch zu beschreiben, auf sich zu vereinigen und an allen Patentämtern der Welt sofort die Patente zu sichern für diese, ich glaube es waren 12 oder 13 verschiedene Grundvarianten, Maschinengewehre, automatische Gewehre überhaupt herzustellen. Und es gibt natürlich in verschiedenen Ländern verschiedene Systeme. Hat er ein technisches Monopol errichtet? Da hat er ein technisches Monopol sich gesichert. Ohne ein Unternehmen zu haben, das monopolfähig ist. Das entwickelte sich erst danach. Und dann war natürlich das Problem, wie verkauft man den Staaten jetzt so ein Gewehr? Also, was kann dieses Maxim-Maschinengewehr anders als das leichte Maschinengewehr im Ersten Weltkrieg oder das MG-42? Also die Maschinengewehre des Ersten Weltkriegs laufen bis auf außer in Frankreich und in Österreich Schwarzlose, laufen die alle auf Maxims System. Deswegen kann er mit vollem Überzeugung sagen, Standard for the World. Ja. Und das deutsche Standard 08. Er könnte eigentlich Tantiemen nachträglich fordern vor der deutschen Armee. Ja. Könnte rein theoretisch. Als kleines Additivum zu Versailles. Genau. Würden wir heute noch zahlen. Ja, und die Russen waren die das sogar im Zweiten Weltkrieg noch verwendet haben und das ausgebaut. Und das entsprach technisch einfach ganz dem russischen Bild der Technik, weil es schwer war, hohe Toleranzen hatte, diskrete Operationsabläufe, also keine Kipp- und keine Kraftmomente, sondern alles senkrecht, waagrecht, mit in Kanälen laufend, mit hohen Toleranzen, praktisch unverschmutzbar. Tödlich. Wie bitte? Untödlich. Untödlich. Ja. Das ist, Maxim hat dann immer so Vorführungen gemacht und hat auch eine in Österreich, und da hat er dann mit seinem Gewehr in einen Sarg die Initialen von Kaiser Franz Josef reingeschossen. Also, man kann außerdem noch zielen. Das hat er auch von Edison gelernt, dass man theatralische Momente braucht, um sein Produkt
zu verkaufen. Also da kamen auch die Chinesen, von denen Sie vorhin sprachen, und wollten das kaufen. Und dann hat er einen ganzen Baum erstmal umgeschossen mit seinem Maschinengewehr. Also und dann der chinesische Säge Gesandte. Säge sozusagen auch brauchbar. Ja, genau, Säge brauchbar. Zu sägen und Bäume zu sägen. Genau. Genau. Also this gun fires altogether too fast for China. Und dann haben die Chinesen es nicht gekauft, weil es ihnen zu schnell war. Was wirklich ein Ticket auf die Zukunft war, das war die technische Substruktur, die aus dem Weltkrieg kam. Und dann hatten die Militärs das Problem, dass zwar industriell was Neues geschaffen war, aber der Krieg nicht gewonnen. Und jetzt hatte Ludendorff einfach stand unter dem Zwang, die letzte entscheidende Schlacht zu führen mit all den unglaublichen technischen Infrastruktur und Rüstzeug, das über die Jahre seit 1915, vor allem dann 1917 aufgebaut wurde, und fand dann diese fiktive große Schlacht im Westen, die Monate, ein halbes Jahr lang vorbereitet wurde, zum Teil im Geheimen. Und diese große Schlacht sollte die Entscheidung bringen. Das war die Entscheidungsschlacht, die überhaupt... Unwiederholbar. Das, unwiederholbar, ja. Und die das Dispositiv der Entscheidung, ja. Alles auf eine Karte. Vorher hätte man einen Frieden haben können, ja, nicht? Daraus. Einen Verständigungsfrieden. Ja. Wenn man gesagt hätte, wir ziehen uns hinter den Rhein zurück, ja. Ja, hätte man die Alliierten zwingen können. Ja. Zu einem Friedensschluss nach Brest-Litovsk. Aber jetzt, er setzt alles darauf und versucht, eine Maschine aus Menschen zu entwickeln, die tatsächlich etwas anderes kann als Stellungskrieg. Mhm. Oder als man 1914 konnte. Ja, er hat die ganze technische Potenz im Rücken. Das ist genau das, was Jünger eben beschreibt immer, dass die gesamte Armee als ein maschinelles Funktionsgebilde beschrieben wird, wo alles automatisch läuft. Und die Nerven vorneweg. Ja, was früher Kavallerie war, ist jetzt Motivation. Nur war das alles in Wirklichkeit eine reine Fiktion, weil es gab nicht diese große eine Maschinerie, sondern es gab lauter kleine Schauplätze, die alle einer komplizierter wie der andere waren und nicht gewinnbar. Und wenn man auf einen Keller bei Reims stößt, fängt man an zu trinken. Weil man so frustriert und enttäuscht ist. Ja. Und die Schlachten in Ludendorffs Sprache wurden auch immer kleiner. Von der Schlacht, die Saint-Georges heißen sollte, wurde es dann zu Georgette, die Initiative. Es wurden also immer kleinere Initiativen und so kam die Schlacht, ging gar nicht los. Und schon war sie irgendwie zerbröselt. Also Plakatmalerei. Ja, nicht? Plakatmalerei. Das ist die Büffelstrategie, von der Sie jetzt sprechen. Ja? Dem es einmal misslungen ist, wird es einige Kilometer daneben nochmal versucht. Mhm. Was mich da eben dann strukturell dran interessiert hat, was das heißt, dass erstens mal eine Schlacht ein Bild ist, oder Sie sagen Plakat, und dass so ein Bild nicht zur vollen Entfaltung kommt, wie das dann von den Militärschriftstellern auch wörtlich so formuliert wird. Eine Schlacht, die nicht zur Entfaltung kam. Und was ist eine Schlacht, die eigentlich nicht zur Entfaltung kam? Wie setzt die sich fort als Nachkrieg? Der Krieg ist offiziell zu Ende, aber die nicht vollendete Schlacht, die nicht eingelösten Tickets müssen alle irgendwo ihren Ort finden. Und das scheint mir doch ein Schlüssel zu sein für die Geschichte der 20er, 30er, ja vielleicht sogar bis in den Zweiten Weltkrieg. Ganz und bestimmt. Das muss man schreiben. Der Letzte, der Berlin entsetzen sollte außer Wenck, ist Felix Steiner. Ja? Mhm. Der ist hier Stoßtrupp. Mhm. Ja? Der ist neben Jünger tätig. Mhm. Ja? Oder die Heeresgruppe Kurland will sich 1945 am 30. April zur Freikorps erklären, unter schwedische Oberhoheit stellen und die Landreform von 1919 jetzt durchführen. Mhm. Mhm. 1945. Mhm. Ja? So gehen unterirdische Kanäle. Ja? Das ist so wie Grundwasser. Wie Grundwasser, laufen die. Ja.
Aber auch vielleicht so wie Kavernen in Katakomben, also sehr unheimlich. Ja, ja. Ja? Mir war vor allem einleuchtend, dass diese ganze Bewegung, dieses, wie soll man das sagen, das ist doch schon ein Schlüsselwort des 20. Jahrhunderts in allen seinen semantischen Dimensionen. Und dass der Bewegungskrieg und dann der Blitzkrieg mit seinen Techniken und die Panzer Guderians alle auf diesem untergründig weitergehenden Dynamik der Bewegung, die eben nicht zur Entfaltung kam, die eben versetzt sich, beginnt sozusagen. Wie vorhin in der Evolution beschrieben, ja, auf eine Bewegung, ja, die sehr stark in der Vorstellung, im Motiv stattfindet, also eine nicht zu Ende geschlagene Schlacht, ja, nicht? Wo doch alle glauben, unterirdisch kämpfen die noch weiter, ja, nicht? Ja, Benjamin beschreibt es ja so schön, der verlorene Krieg ist der Krieg, den man verloren hat, nicht weil man eine Niederlage, sondern weil der Krieg weg ist, weil er Geschichtsschwund, verschwunden Geschichtsverlust. Ist. Geschichtsverlust. Und deswegen laufen die verlorenen Haufen. Und da setzt sich jetzt Motorisierung und die Fähigkeit, Autos zu reparieren, drauf. Ja? Also etwas, was 1936 sehr unschuldig aussieht ja, und für Ferienzwecke dient. Ja, also eine Motorisierung der Gesellschaft. Ja? Schnelligkeit setzt sich darauf. Ja? Selbstvertrauen. Ja? Was heißt hier glatt und gekerbt, bezogen auf eine Schlacht, ein Schlachtfeld? Das sind die beiden Begriffe, die Deleuze-Guattari von Pierre Boulez, dem Musiker, Komponisten und Musiktheoretiker, übernommen haben. Der Boulez meint damit, gekerbt sind zum Beispiel Notensysteme, die gestaffelt sind, während glatt sind Wahrscheinlichkeitsräume, Räume, die kein System erkennen lassen, die verschiebbar sind. Und Sie fänden es anders, zwei Grundmomente der Kriegsstrategie. Deleuze und Guattari entwenden diesen Begriff dem Musiktheoretiker Boulez, um ihn sozusagen in die Kriegsgeschichte einzuführen und behaupten dann, dass es dass Staaten gekerbte Gebilde seien und kriegerische, nomadische Horden auf glatten Räumen operieren. Und mir schien das einleuchtend, das mal auf den Ersten Weltkrieg anzuwenden und den Geburt der Panzer und der Tanks, die ja sowas wie einen glatten Raum um sich herum schaffen, ganz sinnfällig evident. Kriegsschiffe. Das sind Kriegsschiffe und gehören im britischen Bereich. Also Churchill war der Kommandant der ersten britischen Tanks und die gehörten zur Marine und haben auch Breitseite gegeben. Rommel sagt in Afrika, ja, diese Rochaden, die er macht und so weiter, ja, die Wüste ist sein Sandmeer, ja, und in dem gelten eigentlich also Nelsons Regeln, ja, nicht, und nicht irgendeines Stellungskriegs. Und das natürlich in diesem hochgekerbten, wörtlich gekerbten Raum der Westfront, wo alles von Gräben durchzogen war, also dieser hochstrukturierte Raum. Also ein Gebirgskrieg wäre Gipfel für Gipfel, Scharte für Scharte, das wäre gekerbt. Das wäre gekerbt. Und unter Panzer fährt natürlich über die Gräben drüber. Afghanistan und macht aus dem wäre gekerbt, ja, weil sozusagen jede Landschaft andere Bewohner hat, andere geschichtliche Strukturen. Ich falle immer wieder durch den Boden hindurch, in etwas, was ich nicht kannte. Also aber politische Geologie ist sozusagen gekerbt. Aber das wäre sozusagen eine natürliche Kerbung, die so eine Guerilla-Strategie profitiert natürlich von in diesem Sinne natürlich gekehrten Räumen. Ja. Aber ich glaube, dass Deleuze-Guattari eher meinen, und so würde ich es auch jetzt mal so als Arbeitsbegriff nehmen, eher also von oben gekerbte Räume, so wie eben die Gräben der Front ja auch nicht ganz naturwüchsig entstanden sind, sondern zum Teil die Struktur von Städten hatten mit Straßennamen und also sozusagen künstlich von oben gekerbte Räume sind, im Gegensatz jetzt zu einem Gebirge gegen Gegend oder Tälern oder eine Gegend voller Verstecke, die eher so mobile Kriegsformen bevorzugt. Vielleicht endet da aber auch diese Tragweite dieser Gegensetzung. Eine Festung ist gekerbt, ja? Eine Unüberwindlichkeit im Motiv, ja? Also spanische Bevölkerung gegen Napoleon,
ja, mhm. nicht? Das wäre Kerbung. Mhm. Ja? In Vietnam ist die Kerbung nicht zu überwinden. Mhm. Ja? So kann man das auffassen. Ja, so würde ich, Und glatt ist sozusagen, wenn ich sozusagen einen Markt vor mir habe, ja, ja. den ich mit meinem Produkt überschütte. Ja, ja, nicht? Ja, und nichts hält mich auf. Ja, ja. Und nichts prädestiniert bestimmte Wege vor anderen, bevorzugt bestimmte Wege vor Jetzt anderen. Jetzt müssen Sie mir nochmal bei Boulez erklären, wie er das anwendet auf Musik. Ja, wann ist es eine glatte Fläche für den Komponisten? Also Cage zum Beispiel, also Komponisten, die mit aleatorischen Mitteln arbeiten, die Glissandi, Verteilungen von akustischen Ereignissen im Raum, ist evidentermaßen was anderes wie jetzt aufgrund eines festgelegten Sonatensatzes oder Notenskala mit der, oder überhaupt. Ne? Skrupulosität eines Beethoven, ja? Ja, nicht sozusagen von Note zu Note kämpfen. Oder noch elementarer überhaupt aufgrund der temperierten Stimmung, also einer Skala Musik zu machen. Also Prärie. Prärie, ja. Das andere ist Tunnelbau. Also meinetwegen der Muezzin, obwohl Boulez das nicht nennt, wäre für mich ein typischer Fall von Musik im glatten Raum. Jetzt für den Europäer Und jedenfalls. Ein polyphoner Chor, ja, der den Dom von Venedig erfüllt. Und die ganze Struktur hat von Nono bis Willert zurück. Ja. Das wäre gekerbt. Absolut. Gestapelt, gekerbt, verdichtet. Zum Teil eben auch mit der Architektur in Harmonie, also Gruppen, die verteilt sind im Raum und die Architektur dann. Es ist ja sehr interessant, wie hier eine Definition, eine Begriffsbestimmung, ja, eine Landschaftsbeschreibung, ja, aus der Musik, ja, von zwei Philosophen übernommen wird, ja, dann sitzt jemand in Wien wie Sie, ja, der wiederum die Franzosen beantwortet. Ja. Hier in Berlin sitzen auch Leute, die können verstehen, was sie sagen. Ja. Und wahrscheinlich in den USA sitzt auch wieder jemand. Ja. Also anders gesagt, und die Vorfahren, das werden nur noch groß aufgefächert. Ja. Ja. Wenn Sie mal Tetrapodie, ja, also Vierfüßigkeit, ja. Ja, Bodenständigkeit mit zweimal zwei Füßen ja, beschreiben, philosophisch, wie würden Sie sich festmachen? Strukturalist hatten Sie vorhin gesagt. Ja? Ist ja eine ganze Kolonie in Vorfahren. Ich kann es vielleicht gar nicht methodisch sagen. Also jetzt diese Leidenschaft für die Struktur, der ist immer so eine Leidenschaft auch für das Nomadische eigentlich, für diese glatten Räume. Also für die, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen verhaftet in diesen Dichotomien, die Louis Gatry da aufmachen, weil mich einfach, ich habe mich auch jahrelang mit der Geschichte der Mongolen zu tun.